Transparenz ist bei KI entscheidend. Je mächtiger KI wird, desto stärkeren Einfluss kann sie auf unsere Welt nehmen, auf unsere Ergebnisse, auf unser Handeln. Und wir brauchen hier eine starke Verantwortung von Unternehmen, aber auch von Experten. Die kann aber nur möglich sein, wenn wir die Experten in die Lage versetzen, transparent nachzuvollziehen, was die KI macht, wenn wir die Ergebnisse verifizierbar machen und wenn wir den Experten und Unternehmen die Möglichkeit geben, diese KI zu lenken, zu steuern und zu beeinflussen. Deswegen ist für uns Transparenz und Kontrolle eine der wesentlichen Prinzipien, wie wir Systeme bauen wollen. Was unsere Technologie im Besonderen auszeichnet, ist, dass sie Souveränität an unsere Partner und Kunden gibt und sie damit in die Lage versetzt, Verantwortung zu übernehmen. Souveränität bedeutet im einen Fall, dass wir in jeder Umgebung betrieben werden können, also auch on-premise, im eigenen Rechenzentrum, in beliebigen Cloud-Umgebungen, auf verschiedensten Hardware-Setups. Aber das bedeutet auch, dass wir im besonderen Maße spezialisierbar sind. Also Unternehmen können ihre eigenen Daten, ihr eigenes faktisches Wissen, ihre eigenen Prozesse und Schnittstellen in das Modell mit einbauen und das Modell dann im hohen Maße spezialisieren und so ihren eigenen Experten, internen Experten die Möglichkeit geben, alle Aussagen, alles Verhalten nachzuvollziehen, im Kontext zu sehen und Verantwortung dafür zu übernehmen. Und das ist eine Funktion an der Gesamtheit, die es aktuell von keinem anderen Hersteller so gibt. Also wir sind natürlich europäisch. Wir sind auch der einzige in Europa, der in der Größenordnung aktuell noch mitspielt. Aber für mich ist zum einen ist unser Ziel nicht eine ChatGPT-Alternative zu machen, sondern wir arbeiten eher mit Unternehmen und mit Regierungen zusammen. Und auch zum anderen ist es auch so, dass unsere Zielgruppe nicht unbedingt europäisch ist. Wir haben auch in den USA starke Partner. Wir sind ein interessanter Partner für jeden, der seine eigene Souveränität sicherstellen will, der also Kontrolle haben will, der Transparenz haben will, der nicht in eine gewisse Infrastrukturumgebung gezwungen werden möchte, sondern der da eben volle Herrschaft über seine eigenen Wertschöpfungsprozesse haben will. Bildung ist für mich einer der zentralen Punkte für KI. Aus mehreren Gründen. Zum einen, weil ich es enorm wichtig finde, dass wir bei Bildungsangeboten möglichst viel Chancen an alle möglichen Menschen geben können. Also es ist ein Riesennachteil, wenn man in Umgebungen aufwächst, in der man nicht gefördert wird, in der man vielleicht Eltern hat, die nicht viel Zeit haben. Und ich glaube, hier können wir mit KI einen wesentlichen Beitrag leisten, dass wir Chancen verteilen können, ohne dass wir durch menschliche Knappheit limitiert werden. Der andere Punkt, der mir bei der Bildung sehr am Herzen liegt, ist, welches Gedankengut geben wir denn weiter? Und wenn wir KI-Technologie einsetzen, die aus den USA kommt oder aus irgendwelchen anderen Ländern, dann sind die Aussagen, die Ergebnisse dieser KI immer stark geprägt davon, was zum Beispiel eine Microsoft, eine OpenAI für richtig hält. Zu jeder kontroversen Frage bekommen wir bei ChatGPT eine sehr kalifornische Antwort. Und hier ist die Verantwortung, unsere Verantwortung für Bildung ist, gemäß unserer Werte eine freiheitliche, eine neugierige, auch eine mutige Welt in den Köpfen der Jugendlichen, aber natürlich auch Kinder zu erschaffen. Und das erfordert von uns auch die Möglichkeit, die KI zu kontrollieren und in unserem Sinne einzusetzen. Also eine Sache, nicht nur bei Hochschulen, sondern bei Bildung ganz allgemein, wo wir immer noch den technischen Möglichkeiten hinterherhinken, ist, dass die Qualität der Bildung im Maßgeblichen davon abhängt,
wer gerade zufällig in der Hochschule, in der ich jetzt gerade diese Vorlesung höre, diese Vorlesung gibt. Und das ist unnötig eigentlich. Wir sehen es ja jetzt schon über so Videoplattformen wie YouTube, dass es unglaublich tolle Angebote gibt, die jeder kostenlos weltweit nutzen kann. Das ist eine gigantische Chance. Und ich glaube, hier muss jetzt die Hochschulen und die Bildungseinrichtungen diese Chancen nutzen, das aufgreifen und sich die Frage stellen, wo kann ich denn hier durch meine lokale Existenz, wie kann ich durch das Zwischenmenschliche den passenden Mehrwert schaffen? Der entsteht wahrscheinlich nicht unbedingt dadurch, dass jemand zum 20. Mal etwas an die Tafel schreibt, was genauso auch im Lehrbuch steht. Also rumspielen natürlich, lesen, aber ist mir schon bewusst, dass die KI sich aktuell auch so schnell entwickelt, dass es selbst unseren Experten manchmal schwerfällt, am Ball zu bleiben. Und ich glaube, hier ist es wichtig, dass man nicht einfach nur die Verantwortung auf den Einzelnen abschiebt und sagt, kümmere dich, ja, sondern dass wir sagen, wie können wir als Gesellschaft, wie können wir auch in der Breite hier Unterstützung anbieten. Da sehe ich auch noch nicht so viele Angebote aktuell.